Ich möchte dir jetzt ein paar Lösungswege, ein paar Alternativen dazu anbieten, wie du Schuldgefühl ablegen kannst. Und zum Schluss werde ich dann hier, das kannst du ja dann den Link schauen, eben auch als Dokument zum Download bereitstellen, damit du daran arbeiten kannst. Ja, ich lese das zum Teil vor und werde ich dir auch ein Beispiel dazu machen. Diese Liste stammt von Helga Kernstoch-Riedl. Sie hat erst vor 2 Jahren eben ein Buch veröffentlicht, was wirklich sehr empfehlenswert ist. Heißt Schuldgefühle, woher sie kommen, warum sie Ängste verursachen. Also sie empfiehlt als Erste, dass du einen sogenannten Realitätscheck machst und guckst du objektiv hinter diese Gefühle. Naja, ist es wirklich begründet, dass ich dieses Schuldgefühl habe? Ist das reell im Sinne, habe ich zum Beispiel etwas strafrechtlich getan oder habe ich jemand anderen belogen? Also entspricht das auch mein eigener Maßstab an ethischen Normen, was ich gemacht habe? Oder stammt ja diese Gefühl dann daraus oder wurde es mir auferlegt? Eine zweite Möglichkeit ist, dass ich es wieder gut mache. Das ist natürlich schön, weil ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel irgendeinen Vorteil zu bekommen im Beruf und am Arbeitsplatz einen Kollegen angelogen habe und das kommt sogar raus, dann gehört natürlich nicht nur das sich entschuldigen, es tut mir leid oder ich habe es erkannt und kommt nicht mehr vor, sondern dass ich vielleicht mit einem kleinen Geschenk zum Beispiel wieder gut mache oder für diesen Kollegen zum Beispiel ein Gefallen, wo ich im Beruf helfen könnte, anbiete. Das erleichtert nicht nur die Beziehung, aber es ist ja das Schuldgefühl auf jeden Fall weg. Dann eine dritte Möglichkeit ist, ich nehme Leid auf mich. Das heißt Strafe und Buße. Ja, es gibt, glaube ich, in vielen auch Kinofilme in einer Rolle, wo man tatsächlich etwas auch getan hat und Straftat verübt hat, dass man sich stellt und die Buße auf sich nimmt und geht man einfach ins Gefängnis. Es gibt auch Erhebungen darüber, dass Verbrecher, die dann jahrelang im Gefängnis sitzen und diese Schuld absetzen können, dass sie dadurch diese Schuld auch verarbeiten. Wir reden jetzt nicht davon, sondern eben über kleinere Sachen, wo man irrationale Schuldgefühl eben aufarbeiten können, wo ich zum Beispiel auf etwas verzichte. Und, in diesem Sinne, ich meine Schuld sozusagen auf mich nehme und zum Beispiel einen Platz einem anderen übergebe, was ich vorhin auf eine unrechte Art und Weise ergattet habe. Dann, ich werde es nie wieder tun. Also, ich habe kognitiv erkannt, das war Mist, was ich gebaut habe und ich habe daraus gelernt. Von da an mache ich das nicht mehr. Das heißt, ich habe eigentlich mich selbst weiterentwickelt. Eine nächste Alternative ist, ganz klar, es tut mir leid, also ich entschuldige mich. Und damit nicht nur, dass ich mir selbst das bewusst gemacht habe, sondern auch zugegeben habe und anerkannt habe, dass diese Schuld ich trage, aber signalisiere dem anderen, dass ich das nicht für richtig hielt. Ich verändere mein inneres Gesetz. Ja, das sehe ich ganz eng damit verknüpft und verbunden, dass wenn ich ja aus dieser Miserie gelernt habe, dann kann ich ja meine Prinzipien in meinem Leben letztes Endes nachjustieren und anpassen und meine eigene Regel in gewissen Situationen was zu tun oder sein zu lassen, dann hier wirklich verändere.
Nächster Weg, was eben Helga Kernstock-Riedl erwähnt und empfiehlt, heißt: Es steht mir zu, ich habe das Recht. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Warum? Weil ich dadurch meinen Selbstwert wieder erkämpfe. Und nicht nur das, sondern gerade zum Beispiel diese Schuldgefühle aus Vitalität oder auch die Schuldgefühle, diese Trennungsschuldgefühle, also wo mir meine Selbstständigkeit, meine Autonomie, mein Recht darauf gestohlen wurde, kann ich wieder ergatten. Genauso wie bei Basisschuldgefühl, also wo man mir durch Vorwürfe und Schuldzuweisungen und Verantwortung abgeben, letztes Endes mir auch mein Selbstwert genommen hat. Ja, dadurch, dass ich mein Selbstwertgefühl stärke, kann ich ja auch vor Schuldgefühlen letztes Endes mich befreien. Ja, nächste Empfehlung: Ich teile die Schuld zwischen den Beteiligten auf. Ha, das ist eine clevere Methode, finde ich. Es ist höchstwahrscheinlich wie bei Seitensprung, nicht wahr? Also wenn ich diese Schuldgefühle habe, beziehungsweise durch eine Handlung heute als erwachsene, bewusste Person habe, dann heißt diese Situation nicht alleine erschaffen habe, sondern da waren andere beteiligt. Und dementsprechend können sie auch Verantwortung übernehmen. Und da gehört immer nicht nur eins, sondern mindestens zwei dazu. Dementsprechend kann ich ja die Schuld zum Beispiel aufteilen, dass ich einen Anteil davon nur trage und den Rest teile ich ja den anderen auf. Ob ich das real tue oder nur in Gedanken, kannst du ausprobieren, welche dir besser tut. Ich bitte um Verzeihung. Ha, das knüpft an den Vorschlag, ich entschuldige mich an. Was ist der Unterschied zwischen entschuldigen und verzeihen? Naja, ich entschuldige mich, das heißt, ich kenne meine Schuld an und ich gebe es zu. Um Verzeihung zu bitten, heißt es, dass ich von meinem Gegenüber auch etwas erwarte. Ich sehe das folgend: Es ist ja nie gewiss, ob ich dieses Verzeihen, also dass mir ein Gegenüber mir ab jetzt dann Wohlwollen nur ja zu mir hält oder halt Beziehung zu mir pflegt, das kann ich ja nicht sicherstellen. Aber ich kann darum bitten, ja. Ich erkenne das wahre Gefühl hinter dem Schuldgefühl, zum Beispiel Trauer und Wut. Genau, das ist ja genau diese Arbeit mit den Schuldgefühlen, wo man auf die Erkundung geht, welche Art von Schuldgefühle ich trage, wie das durch die Kindererziehung bzw. Kindesmisshandlung entstanden sind. Die Gefühle, die dabei unterdrückt wurden damals, aber immer noch in mir als Aggression hauptsächlich weiterleben, kann ich ja ausfiltern und ausleben. Also ich kann durch das Ausleben von den eigentlichen Gefühlen, die dahinter versteckt sind oder waren, letztes Endes die Schuldgefühle auflösen. Ich erkenne meine eigene Not an. Das ist eine der wichtigsten Empfehlungen, um Schuldgefühle, traumatische Schuldgefühle aufzuarbeiten, weil durch das kann ich Selbstmitgefühl praktizieren. Und Selbstmitgefühl ist ein ganz rares Gefühl bei uns mit Entwicklungstrauma. Und wenn wir entweder Täter- oder Opferrolle unterwegs sind, werden wir unsere Not nie sehen, sondern das Selbstmitgefühl ist sozusagen fremd. Wir sehen ja auch nicht, dass wir Bedürfnisse haben oder sogar bedürftig sind, dass wir nicht nur Mitgefühl, sondern auch Geborgenheit, Sicherheit und ja, Liebe, Fürsorge brauchen. Und wenn ich das erkenne und auch anerkenne und sehe, dass ja, ich brauche jetzt dies und das und ich bin auch ein ganz normaler Mensch, ich habe es auch verdient, dann lösen sich die Schuldgefühle, weil
ich sowohl aus dieser Täter- als auch aus der Opferrolle rausschlüpfen kann und die Schuld mit der Verantwortung auch eben denjenigen zuschieben kann, die das tatsächlich auch tragen. Ich hoffe, dass auch diese Folge meines Kanals gefallen hat. Dann abonniere mich und das Dokument zum Üben findest du in den Shownotes. Ja, bis bald, Gabriela.